1915, vor genau 100 Jahren, kämpften Millionen deutsche Männer im Ersten Weltkrieg. Und was war mit den Frauen? Auch von ihnen meldeten sich viele freiwillig zum Einsatz nahe der Front, und zwar als Krankenschwestern. Eine damals 26-jährige Münsteranerin erlebte so die berüchtigte Schlacht in der Champagne mit. Ihre Erlebnisse hat sie in einem Tagebuch festgehalten. Unsere heutige Lokalzeitgeschichte. Tine Schulte-Lippern, 1915 im Ersten Weltkrieg. Ernst sieht die Münsteraner Rotkreuzschwester aus. Tine arbeitet in einem Lazarett in Nordfrankreich. Täglich wird die 26-Jährige mit dem Tod konfrontiert, wie sie ihrem Tagebuch anvertraut. Hier galt es einem Sterbenden, den letzten Dienst zu tun, zuzureden, die trockenen Lippen anzufeuchten. Fast wurde es zu lange, bis der letzte Atemzug getan. Es war ja noch so viel zu schaffen. Der münstersche Schriftsteller Rainer Schepper hat das Kriegstagebuch seiner Tante aufbewahrt. Für den 88-Jährigen, der die Tante noch selbst kennengelernt hat, sind ihre Schilderungen ein erschütterndes Zeitdokument. Deshalb hat er sie jetzt als Buch herausgegeben. Wir leuchteten in die ersten Wagen. Eine dumpfe Wolke von Erde, Schweiß und Blut schlug uns entgegen. Und dann sehen wir blutdurchtränkte Gestalten. Blutige Hände strecken sich nach unseren Bechern aus. Auch stille Menschen sahen wir liegen, kalt und tot. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen da in einem Eisenbahnzug und dieser Geruch kommt einem entgegen. Einige sind tot, andere liegen im Sterben. Das muss eine ungeheure Überbeanspruchung der eigenen, ich nenne das mal, psychischen Kräfte sein. Tine Schulte-Lippern erlebt die ersten Frontalschlachten des Ersten Weltkriegs. Frühherbst 1915. Mehr als 400.000 französische Soldaten stürmen gegen die zahlenmäßig unterlegenen Deutschen an. Die sogenannte Champagnerschlacht. Nun gab es Tag und Nacht zu schaffen. Die Zahl der Verwundeten wuchs bis auf täglich 3.000 bis 4.000. Der Kanonendonner dauerte an und wurde so stark, dass das ganze Haus bebte und immer das gleiche Geräusch des Trommelfeuers. Wie euphorisch dagegen hatte alles angefangen. Auch Tine Schulte-Lippern ließ sich bei Kriegsausbruch im August 1914 von der begeisterten Stimmung auf dem Prinzipalmarkt anstecken. Aus ihrem Tagebuch: Es brennt die Welt und heldenhafte Taten aus heißen Schlachten werden laut genannt. Da mag auch ich nicht länger warten. Zu eng mir deine Grenzen, Vaterland. Damals war das ja auch im Sinne der von ihr so hochgeschätzten, geliebten Kirche, die ja mitmacht, auf beiden Seiten übrigens merkwürdigerweise, oder auch nicht merkwürdigerweise. Das war ja alles ideologisch so aufgepumpt, von der patriotischen wie von der religiösen Seite her. Mit Gott für Kaiser und Vaterland. Nicht nur dieser Aspekt erscheint heute unverständlich, nicht nachvollziehbar. Verwunderlich wirken in Tine Schulte-Lipperts Aufzeichnungen auch die Passagen über ihre Freizeit. Zwar knapp bemessen, aber durchaus vergnüglich. Mit Kaffeetafeln und Autotouren in die nähere Umgebung. Sie hat Ausflüge gemacht, wurde auch eingeladen von Offizieren, in ihren Autos mitzufahren und hat das voll genossen. Das war die andere Seite und das braucht der Mensch wahrscheinlich auch als Ausgleich, wenn er so fürchterliche Dinge erleben und auch noch zugreifend bewältigen muss. Doch diese Erlebnisse werden allmählich immer weniger in ihrem Tagebuch. Am Ende, im März 1918, heißt es nur noch: Müde bin ich vom Sehen all der Menschenqualen, die auf meinem Weg sich häuften und die zu lindern meine Arbeit ist. Tine Schulte-Lippern hat den ganzen Ersten Weltkrieg mitgemacht, überlebt und später gegenüber den Neffen nie mehr davon gesprochen. Vor allem das wollte Rainer Schepper mit dem Büchlein über das Tagebuch seiner Tante ändern. Ja, wichtig, dass die Erinnerungen festgehalten werden. Jetzt blicken wir schon mal etwas weiter, auch wenn es noch ein bisschen früh ist, in Richtung Wochenende. Weil Münster keinen richtigen